Ja, also hallo auch von meiner Seite. Auch ich freue mich heute hier sein zu dürfen und über mein Projekt sozusagen sprechen zu können. Mein Projekt war eigentlich meine Masterarbeit, die da den klingenden Namen trug, Wirkung von Storytelling auf Marken und Konsumenten. Und zu Beginn, weil auch ein bisschen Backend-Talk, möchte ich sagen, ich freue mich wirklich hier zu sein, weil das wäre vor ein paar Jahren eigentlich noch gar nicht so wirklich denkbar gewesen. Ich habe mit 17 nicht nur eine, sondern gleich zwei Ehrenrunden auf dem Gymnasium geschmissen, weil es mir dort so gut gefallen hat. Habe dann mit 18 nichtsdestotrotz Schule abgebrochen, bin dann in einen Supermarkt jobben gegangen, bin sofort ausgezogen von zu Hause und hatte eigentlich nicht so wirklich eine Richtung, wo ich hingehen wollen würde. Dann war ich über mehrere Stationen in verschiedensten Positionen, über Marketing, über Assistenz, über Office, und bin dann irgendwann mal bei einer Agentur gelandet, die sich mit Mediencoachings auseinandersetzt. Und dort ist immer wieder ein Satz gefallen, der mich dann im Nachhinein betrachtet bis heute ein bisschen begleitet hat. Den werde ich euch danach auch nochmal verraten. Auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt hat dann selber meine Geschichte auch nochmal neu angefangen. Ich habe dann angefangen, auf dem Abendgymnasium meine Matura nachzumachen. Habe das Gott sei Dank dann auch geschafft, 3 Jahre lang ein bisschen durchquälen am Abend, war super. Danach kam ein Social Media Lehrgang, habe dann meinen Bachelor gemacht in Wirtschaftspsychologie und habe jetzt eben auch meinen Master gemacht in Wirtschaftspsychologie. Und als ich da so in den Ausbildungen gewesen bin und verschiedenste Positionen, wie gesagt, bekleidet habe, hat mir immer so ein bisschen der Anker gefehlt im Marketing. Also immer, wenn man in ein Unternehmen kommt und dann gibt es da eigentlich schon bestehende Marken, bestehende Kommunikationsprozesse, bestehende Marketingprozesse, und man kommt dann rein und fragt sich, okay, aber irgendwie, wie läuft das eigentlich alles zusammen? Also jetzt machen wir da ein Event und da hinten ein Posting und da unten auch noch irgendetwas, aber wo ist denn dieser eigentliche Anker? Und da ist mir dieser Satz wieder von dieser Media-Coaching-Agentur in den Kopf geschossen, der nämlich gelautet hat, mit Geschichten Menschen bewegen. Und dieser Satz klingt unglaublich banal, aber ist aus meiner Sicht wirklich der richtige Ansatz, um dauerhaft Marken, Menschen und Emotionen zueinander zu bringen. Und warum ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist und um euch auch ein bisschen Impulse zu geben in Richtung Storytelling und wie man das einsetzen kann, möchte ich auch gleich mal eine kurze Frage stellen, nämlich, was seht ihr hier? Also ganz objektiv betrachtet, außer dass dahinter ein verschwommenes Bild ist, aber was seht ihr denn da eigentlich? Formen. Bitte? Formen. Formen, ja. Kreis. Und ein Viereck. Richtig, genau. Das ist auch das, was stimmt, weil nämlich das sind die objektiven Geschichten quasi oder die objektiven Formen, die wir sehen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was glaubt ihr, in was für einer Beziehung stehen diese Formen zueinander, werden bei allen unterschiedliche Geschichten aufpoppen. Warum? Der eine möchte behaupten, das ist vielleicht ein Wartezimmer mit einem Patienten, der andere sagt, nein, das ist irgendwie eine Bürosituation oder es ist eine Familiensituation, das Kind steckt im Zimmer, will nicht rauskommen. Eventuell könnte man noch reininterpretieren, dass dieses dunklere Dreieck sozusagen ein Gegenspieler sein könnte, eine andere Person darstellt, einen anderen Charakter darstellt. Und so schaffen wir uns quasi unsere eigenen Zusammenhänge, die mit Marken bzw. auch mit Geschichten quasi zu tun haben. Und das ist auch gut so, denn unser Gehirn ist auch so programmiert. Es ist darauf programmiert, Zusammenhänge zu suchen und eben zu erkennen. Wenn wir das nicht geschafft hätten, Zusammenhänge zu finden, hätten wir nie verstanden, wie man Feuer einsetzen kann. Feuer kochen, Feuer hält wilde Tiere ab, Feuer hält mich warm. Wenn wir diese einzelnen Fakten nicht miteinander verwoben hätten, um zu verstehen, was das große Ganze ist, würden wir vielleicht heute gar nicht einmal so dasitzen. Und ähnlich ist es natürlich dann auch mit Marken und Emotionen. Weil auch bei einer Marke ist es so, wir kaufen eine Marke nicht zwingend deswegen, weil sie das allerbeste Produkt auf dem Markt ist, sondern weil wir etwas in diese Marke reininterpretieren. Sie gibt uns das zurück, was wir gerne sein möchten, beziehungsweise was unser Bedürfnis in Wirklichkeit ist. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man ein Chanel Nummer 5 Parfum kauft, dann riecht das gut. Das riecht aber genauso gut wie 1000 andere Parfums auch. Aber was bringt es? Es bringt ein bisschen Luxus. Es bringt ein bisschen Fraulichkeit. Es bringt ein bisschen, ich bin etwas Besonderes. Und genau diese Emotionen und Werte, die auch Marken verbinden mit Menschen, genau das macht es aus, warum wir uns für eine Marke entscheiden oder nicht.
Bei Apple ist es genau dasselbe. Jeder, der einen Apple hat, der möchte ein bisschen gegen den Mainstream sein, ein bisschen kreativer sein und ein bisschen ja, nicht ganz so verstaubt unter Anführungszeichen wie vielleicht irgendein alter Stand-PC. Das gleiche ist es auch bei BMW. Warum fährt man einen BMW? Ja, natürlich, es ist ein stabiles Auto, es ist ein gutes Auto, aber es ist natürlich auch ein Statussymbol. Oder auch bei Converse. Bei Converse ist es okay, ich habe eine lässige Art und Weise und möchte jetzt irgendwie mit einer bestimmten Lässigkeit durch mein Leben gehen. Das sind alles Emotionen, die Marken bei uns wecken können, einfach nur, weil sie Geschichten darüber erzählen, wie wir eigentlich gerne sein wollen würden. Und als ich dann eben so in meinem Marketingstudium auch gesessen bin und über diese Dinge nachgedacht habe, sind mir natürlich auch sehr viele Instrumente untergekommen, die im strategischen Markenmanagement zu Hause sind. Das waren so Geschichten wie SWOT-Analysen, Stärke-Schwächen-Profil, Five-Forces-Modell und ähnliches. Vielleicht, wenn ihr euch mit Marketing beschäftigt oder auch mit Markenführung beschäftigt, sind euch diese Modelle auch alle untergekommen. Und die kann man alle anwenden und da kommen super Zahlen raus oder es kommen super Ergebnisse raus. Und am Ende habe ich mich aber irgendwie mal gefragt, ja, aber wo fängt man da jetzt eigentlich an? Jetzt komme ich da in so ein Unternehmen und finde raus, was so Stärken und Schwächen sind. Aber wo genau ist dann, wenn ich zum Beispiel ein neues Unternehmen gründe, wo fange ich denn dann eigentlich an? Und als ich mich mit Storytelling etwas näher auseinandergesetzt habe im Zuge meines Masterstudiums, fand ich das eigentlich einen sehr guten Ansatz. Das, was uns alle verbindet, sind nun mal Geschichten. Das ist das, was uns seit jeher geprägt hat. Und deswegen gibt es im Storytelling einige Methoden, die aus meiner Sicht sehr sinnvoll sind, um Marken und Unternehmen zu führen und um überhaupt eine Marke aufbauen zu können. Eine dieser Methoden sozusagen sind Archetypen. Archetypen sind Charaktere, wiederkehrende Muster oder ähnliches, die über Jahrtausende hinweg in Märchen, Mythen oder Geschichten aufgekommen sind. Wenn ich euch sage, es kam dann der Charakter von der Hexe, dann habt ihr alle sofort ein Bild im Kopf. Die ist wahrscheinlich nicht blond mit einem weißen Quandl, die ist wahrscheinlich eher so auf dieser dunkleren Seite zu Hause. Warum? Weil sie bestimmte Assoziationen weckt. Und diese Arten von Assoziationen kann man im Marketing bzw. auch in den Archetypen positiv für Marken einsetzen. Sie schaffen eine erste Orientierung für Kunden, wofür deine Marke eigentlich steht. Auch nach innen gerichtet. Viele Marketingabteilungen arbeiten vor sich hin, aber so richtig und schreiben dann irgendwo ihre Markenwerte auf, aber so richtig zusammengefasst in eine Geschichte, um nachzuvollziehen, okay, wofür stehe ich denn eigentlich, fällt vielen Leuten einfach schwer. Und diese Archetype bieten einfach so diese erste Orientierung für Kunden, um nachzuvollziehen, welche Art von Kategorie fällt diese Marke denn eigentlich? Mit welchem Archetyp verbindet man Emotionen, Werte oder andere Dinge noch, die damit einherspielen? Und es gibt unterschiedliche Arten von Archetypen. Ich habe jetzt die rausgenommen von der Carol Pearson, das sind 12 Archetypen. Und ich habe euch mal exemplarisch 3 mitgebracht, damit ihr nachvollziehen könnt, was unter Archetypen eigentlich verstanden wird. Hier gibt es zum einen den Entdecker oder den Krieger. Das bedeutet, Marken, die Entdecker oder Krieger sind, die möchten den Menschen Mut zu sprechen. Die möchten ihnen sagen, ja, du kannst das, du schaffst das, du packst das. Marken, die zu einem Archetyp entsprechen, sind zum Beispiel The North Face oder Jack Wolfskin oder ähnliches oder auch Jeep. Die sprechen das an mit, hey, sei nicht langweilig, du kannst etwas aus dir machen, mach einfach mehr daraus. Und deswegen, wenn du diese Marke benutzt, schaffst du es auch, diese Art von Transformation herzustellen. Dann gibt es unter anderem auch den Archetypen des Herrschers. Das sind Marken wie BMW oder Rolex. Die sind ganz, ganz oben. Die brauchen niemanden mehr beweisen, dass sie ursuper und urtop sind. Nein, sie sind alleine schon wegen ihrem Preis, sind die schon so weit oben, dass sie keine Herausforderungen mehr annehmen müssen. Und es ist ein Status, solche Marken mit so einem Archetyp zu tragen, zu benutzen, zu kaufen. Oder auch eben den Archetypen des Schöpfers. Ein Schöpfer ist jemand, der ist kreativ. Der ist visuell, der möchte Dinge erschaffen. Da geht es auch um metaphorische Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Lego. Lego ist ein Schöpfer. Wenn du einem Kind Lego in die Hand gibst, er baut sich eigene kleine Welten. Oder wenn du sagst Faber-Castell, die Farben herstellen, hier kreierst du etwas, das ist visuell prägend, das ist total spannend für Leute, sich so mit so einem Archetypen auszuleben. Und wenn man eben aus diesen Archetypen verstanden hat, was sein Unternehmen eigentlich sein möchte. Und das kann durchaus ein Mischarchetyp sein. Also es gibt fast keine Unternehmen, die jetzt nur einem einzigen Archetypen zuordnenbar sind.
weil es mehrere Aspekte natürlich auch gibt, sei es von der Zielgruppenseite, sei es von der Produktseite, wo Unternehmen einfach Mischarchetypen sein können. Aber dieser prägende Archetyp, den du dann quasi für dein Unternehmen festgelegt hast, eröffnet dir eine Erzählwelt. Das heißt, du hast schon eine erste Kategorisierung davon, okay, ich bin jetzt also Entdecker und Krieger, das heißt, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nicht der lustige Spaßvogel sein wie Ben & Jerry Eyes zum Beispiel, weil es nicht zu meinem Archetyp passt. Und wenn du das mal festgestellt hast für dein Unternehmen oder deine Marke, welcher Archetyp du bist, dann kannst du dich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie der Aufbau von Geschichten geht. Der Aufbau von Geschichten ist eine durchaus komplexe Geschichte. Ich habe hier jetzt einmal so zwei, drei Aspekte mit rausgenommen, einfach damit ihr Impulse setzen könnt, ob das für eure Markenführung oder Unternehmensführung sinnvoll ist. Das erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, eine Geschichte hat immer drei Akte. Das erste ist, das kann man ein bisschen schlecht lesen. Das erste ist die Ausgangssituation, Problem, Lösung. Das ist der klassische Aufbau jeder Geschichte. Und wenn du einen von diesen Bausteinen auslässt, kann es schon sein, dass du diesen Spannungsbogen, den es eigentlich in einer Geschichte geben sollte, nicht mehr hinbekommst. Dann ist es eine Erzählung, dann ist es eine Aneinanderreihung von Ereignissen, aber es fesselt die Leute nicht. Und das ist total unabhängig auch, in was für eine Art von Format beispielsweise ihr das einprägt. Weil wenn das jetzt nur ein Foto beispielsweise ist, von jetzt schon der Lösung, dann müsst ihr zumindest textlich davor anknüpfen, was war die Ausgangslage und was war das Problem. Also nur ein Bild alleine ist meistens schwierig umzusetzen in einer geschichtlichen Form sozusagen oder in einer narrativen Form. Und ob ihr das bei eurer Brandstory einsetzt oder bei Kundenreferenzen, auch bei eurem Imagefilm, diese drei Akte sind universell anwendbar. Das nächste, was auch noch dazu führt, ist natürlich, dass du innerhalb dieser drei Akte irgendeine Art von Handlungsablauf haben musst. Und hier habe ich euch einen Aspekt mitgebracht, nämlich die Heldenplots. Die Heldenplots haben sich deswegen als Heldenplots herauskristallisiert, weil natürlich jede Geschichte einen Protagonisten hat. Also eine Geschichte ohne eine handelnden Person ist keine Geschichte, weil eine Geschichte von einem Stein interessiert halt niemanden. Das heißt, es muss schon irgendjemand sein, der eine Handlung vorantreibt, der eine Botschaft rüberbringt, der ein Motiv hat überhaupt, diese Handlung und diese Geschichte zu erleben. Das heißt, es gibt immer einen Protagonisten in jeder Geschichte und der geht meistens als Held oder Gewinner hervor und deswegen heißen diese Dinge auch Heldenplots. Christopher Booker hat ganz, ganz viele Bücher, Filme und Ähnliches analysiert und hat dann gesagt, es gibt 7 allgemeine Heldenplots, die einfach omnipräsent sind. Die sind gültig für alle Geschichten und jedes Mal, wenn du eine etwas andere Geschichte siehst mit anderen Etappen, dann ist das nur eine Variation davon. Und diese Heldenplots haben halt einfach immer diesen gleichen Aufbau und das ist auch für euch eine Anleitung, eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Geschichten gut aufbauen kann. Ich habe euch 2 Exemplare von diesen Heldenplots jetzt mal mitgenommen. Der eine Heldenplot ist Auftrag bzw. Mission erfüllen und das andere ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Bei dem Auftrag Mission erfüllen habe ich als Beispiel mitgenommen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, es gab vor einiger Zeit diesen ultrasüßen VW-Clip, wo ein kleiner Junge sich als Darth Vader verkleidet hat. Und dann rennt er so durch die ganze Wohnung herum und versucht seine... Jetzt ist er kaputt. Ich erzähle mal weiter, dankeschön. Und versucht seine nicht vorhandenen Darth Vader-Kräfte in Wirklichkeit einzusetzen. Klappt natürlich nur mäßig. Und die Geschichte dabei war aber, dass quasi das Auto VW diesen kleinen Jungen aber dann zum Helden macht. Warum? VW schafft es, dass du aus der Ferne dein Auto quasi steuern kannst. Und der Papa hat genau in dem richtigen Moment aufs Knopfhol gedrückt und plötzlich war das Kind total fröhlich, weil es seine Darth Vader Kräfte genutzt haben. Er wusste, das kleine Junge wusste natürlich nicht, dass das der Papa war, aber die Geschichte war einfach großartig, weil sich hier VW als Marke positioniert hat, mit uns schaffst du das, mit uns kannst du Leute begeistern, mit uns kannst du deine Familie begeistern, wir können das. Eine andere Geschichte war vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier merkt man auch, bei VW zum Beispiel ist der Archetyp eher der Durchschnittstyp. Das heißt, die werden nie kommunizieren, wir sind die Besten, die Tollsten, die Schönsten, weil ein Durchschnittstyp möchte reinpassen. Der möchte Stabilität für dich erzeugen, der möchte ein bisschen Gemeinschaft mit dir erzeugen. Das heißt, diese Art von Kommunikation unterscheidet sich, wie auch hier zu sehen, deutlich von dem, was Audi macht, weil Audi ist vom Archetyp her eben ein Herrscher.
Das sind Platzhirschen, die sind oben, die sind super teuer, die können was, die haben super Autos, die brauchen sich nicht mehr mit irgendwem messen. Und genau das Gleiche zeigen sie auch in ihrer Werbung. Nothing to prove. Ich muss niemandem was beweisen. Mein Auto ist schon so super, mit wem soll ich mich da jetzt noch großartig irgendwie vergleichen? Das heißt, diese zwei Plots beispielsweise können euch dazu auch dienen, eure Geschichten, ob das jetzt Kundenreferenzen sind oder eben eure Brandstory oder auch eure Produktstory, auch Produkte haben Geschichten, so aufzuarbeiten, dass sie für eure Konsumenten oder auch eben Interessenten sehr spannend sind. Was auffällig ist, wer kann sich an diesen VW-Clip erinnern? Wer kann sich an diesen Audi-Spot erinnern? Okay, du. Ein Einsamer. Das liegt natürlich daran, weil auf der linken Seite ist ein Konflikt. Auf der rechten Seite ist halt nichts. Das ist halt Werbung. Es ist ein schönes Auto und es fährt voll super und es ist schnell und alles mögliche. Aber auf der linken Seite haben wir einen Konflikt gesehen. Und genau das macht eigentlich Geschichten spannend. Nämlich nicht, es ist alles urschön und wir liegen am Strand und es ist super und die Musik und Sonne scheint. Nein, es ist eben der Konflikt, der das ausmacht, warum wir uns als Konsumenten mit Geschichten eigentlich überhaupt identifizieren können. Und das ist auch etwas, was viele Marken vernachlässigen. Sie haben zwar sehr viele Storytelling-Elemente in ihrer Kommunikation und Werbung und TV-Spots, aber der Konflikt, das zentrale Element dessen, wie sich ein Handlungsbogen tatsächlich aufspannt, das fehlt oft. Ich weiß nicht warum, vielleicht fürchten Sie sich davor zu zeigen, ja, auch unsere Marke kann nicht alles, aber eben trotzdem sehr viel. Also wenn ihr bei euch Geschichten aufsetzt, wäre es sinnvoll zu hinterfragen, was ist dieses Problem wirklich von dem Kunden, was ich mit meinem Produkt oder Marke lösen kann und wie verpacke ich das in einen Konflikt, der natürlich für mich gut ausgeht als Marke. Das ist eh auch klar. Ich habe euch ein Beispiel auch mitgebracht, da zeige ich euch gleich ein Video dazu, ich hoffe, es spielt auch vernünftig ab. Da geht es darum, oder beziehungsweise für ein Beispiel dafür, wie man Archetypen mit einem Heldenplot eigentlich auch gut verbinden kann. Und zwar ist das Adidas und die sind vom Archetyp her auch eher so eine Heldengeschichte beziehungsweise Entdeckergeschichte. Warum? Wenn du Adidas Schuhe anhast oder Laufgewand anhast, dann schaffst du es. Du wirst dann der Held deiner eigenen Reise werden. Du kannst über dich hinauswachsen. Und während du über dich hinauswächst, entdeckst du die Welt eigentlich quasi neu. Und Adidas mit diesem Archetyp stellt unterschiedliche Werbespots her. Und unter anderem gab es auch einen Spot von zwei Filmstudenten in Deutschland, die diese Arten von Storytelling und oder diese Art von Storytelling mit dem Heldenplot meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt haben. Sie haben den Heldenplot Mission gewählt. Und damit ihr nachvollziehen könnt, wie so eine Mission ausschauen kann, zeige ich euch mal jetzt kurz ein Video. Ich hoffe, es funzt. Am Ende stand hier auch noch Adidas Break Free, wo natürlich nochmal festgelegt worden ist, okay, sei jetzt einfach dein Entdecker von dieser neuen Welt, die du jetzt gerade betreten hast. Und ja, dieses Video ist natürlich total auf die Tränendrüse und emotional und hat traurige Musik unterlegt. Aber nichtsdestotrotz, was haben wir gemacht? Wir haben Fakten und Emotionen verbunden. Der eine Fakt, ja, es ist Adidas, ich habe verstanden, sie haben drei Streifen und ich habe verstanden, sie machen Laufschuhe.
Und was ist meine Emotion dahinter? Was man auch wieder nicht so gut lesen kann. Meine Emotion dahinter war, okay, der hat das echt mit diesem Laufschuhen geschafft. Der hat das mit dieser Marke anscheinend auf die Wege gebracht, so sehr daran, an seinen Traum zu glauben und zu kämpfen, dass es am Ende so funktioniert hat, dass er seinen Konflikt, seinen inneren und auch seine Antagonisten, dass er seine Endgegner, sagen wir es auf Deutsch, auch überwunden hat. In dem Fall war sein Endgegner natürlich die böse Ärztin, weil ohne der hätte es diesen Konflikt, diesen schönen, eigentlich gar nicht gegeben. Warum ist es eigentlich für Marken dann aber auch immer so wichtig, Fakten und Emotionen überhaupt miteinander irgendwie zu verbinden? Das war auch Kernelement meiner Masterarbeit und ich habe eine Studie entdeckt von der Harvest Media Group, die alle 2 Jahre mittlerweile misst, welche Art von Bedeutung Marken eigentlich für Konsumenten haben. Und das war eine spannende Geschichte, weil 2017 ist herausgekommen, dass rund 74% aller Marken für Konsumenten eigentlich total irrelevant sind. Wenn die also aus unserem Supermarkt verschwinden, wenn die aus unserem Leben verschwinden, dann ist das jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch, wir merken es eigentlich auch nicht wirklich. Aus Marketing-Sicht, Unternehmenssicht natürlich eine Katastrophe und fatal, weil wozu stopft man da so viel Geld in Marketing dafür am Ende des Tages, dass es für Kunden eigentlich gar keine Bedeutung hat. Und innerhalb dieser Studie haben sie aber natürlich auch erhoben, was sind denn eigentlich Unternehmen, die für Konsumenten Bedeutung haben. Und da gab es für Deutschland runtergebrochen ein Ergebnis, wo unter anderem Marken geführt worden sind wie DM, Mercedes-Benz, Audi, Lufthansa oder ähnliches. Diese Studie wurde erhoben mittels Interviews, 300.000 Leute, also schon relativ repräsentativ. Und was die gemeint haben, was Bedeutung für Kunden hat, ist eben diese Beziehung zu Menschen. Das heißt, diese Beziehung zwischen Marke und dem Mensch, diese Anknüpfungspunkte. Genauso auch dieses, wie kann ich mit dieser Marke oder mit diesem Produkt eigentlich meine Fähigkeiten verbessern. Genauso, wie trägt diese Marke eigentlich zu anderen, zum anderen Wohlstand sozusagen bei Umwelt, Gesellschaft oder ähnliches. Und was eigentlich auch ganz spannend ist für Unternehmen, Marken, die Bedeutung haben bei Konsumenten, steigen in aller Regel wirtschaftlich sehr viel besser aus als Marken, die jetzt beispielsweise nur Preise kommunizieren. Das heißt, man hat in dieser Studie herausgefunden, dass die um über 200% besser am Wertpapiermarkt performen, als die Unternehmen, die quasi nur so Feature-Marketing-Werbung unter Anführungszeichen betreiben. Das heißt, der Kern meiner Frage, nämlich ob Bedeutung mit Storytelling zusammenhängt, kann man ganz klar mit Ja beantworten. Warum? Ich habe diese 15 Marken, die ihr vorher gesehen habt, ausgewertet und geschaut, okay, haben die Storytelling-Elemente tatsächlich bei sich in ihrer Kommunikation und in ihren Kampagnen. Das waren ein bisschen was über 30 Kampagnen, die ich dann ausgewertet habe. Und es war ja, also es haben fast alle Unternehmen Storytelling dort betrieben. Und es ist kein Zufall, dass die Marken, die Bedeutung haben, Storytelling betreiben und auch noch ökonomisch wertvoller sind, unter Anführungszeichen. Das heißt, was ich euch mitgeben kann, ist, wenn ihr Storytelling betreiben wollt oder wenn ihr das bei euch einsetzen möchtet, könnt ihr sicher sein, dass das einen Beitrag zu eurer Markenbildung leistet. Also das ist nicht vergebene Liebesmüh, weil diese Storytelling-Elemente können in Kundenreferenzen eben vorkommen, genauso wie in Texten, in Blog-Einträgen oder ähnliches. Es geht immer um einen gleichen Geschichtenaufbau. Was außerdem dazugehört ist, bitte keine abstrusen Geschichten über irgendwelche super langweiligen Produkte erfinden, sondern einfach in euer Unternehmen, in eure Marke gehen und wirklich herausfinden, okay, was macht diese Marke eigentlich aus? Was ist der Kern meines Unternehmens? Und dort lassen sich unter Garantie Geschichten finden. Und wenn ihr eben einen Kunden habt, den ihr immer wieder zu einem Helden macht, warum? Weil er einfach eure Marke verwendet hat oder eure Dienstleistung oder zu euch gekommen ist oder ähnliches. Und daraus eben echte Geschichten machen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Hat wer Fragen? Schon wieder nicht? Doch. Bitte. In der Werbung ist das Storytelling, wie man auch gesehen hat, bei dem In der Werbung ist ja Storytelling, wie man gesehen hat, bei dem Adidas-Spot oder bei den anderen Spots auch, die nicht gezeigt wurden, aber eine übliche Geschichte seit Jahrzehnten eigentlich. Was ist jetzt so neu an Storytelling? Also spannend ist es, weil also erstens Storytelling wird ja sehr stark mittlerweile in digitale Welten übergegangen.
Und ich höre ganz oft Kunden oder andere Marketingkollegen, die sagen, naja, jetzt sind wir da irgendwie auf Social Media beispielsweise, eigentlich wissen wir gar nicht, was wir posten sollen. Und dann posten sie den 20. Kaffee und dann posten sie, weiß ich nicht, den 10. Good Morning, bla bla bla, irgendwas. Mietze-Katze nicht zu vergessen, absolut. Und die tun sich schwer, wirklich guten Content für sich selber zu finden, weil sie gar nicht wissen, aus was für einer Erzählwelt sie kommen. Und wenn du nicht verstehst, woher du mit deiner Marke, aus welcher Erzählwelt du kommst, welche Arten von Emotionen du aufmachen kannst, dann wird es echt schwer in der Content-Erstellung. Und deswegen hat sich zum Beispiel die Marke Duff, die hat sich vor 2-3 Jahren unter Anführungszeichen neu erfunden. Warum? Sie haben ihre Markengeschichte oder ihre Produktgeschichte vielmehr jetzt dahin gesponnen, dass sie sagen, wir stehen für wahre Schönheit. Das gab es vor 5, 6, 7 Jahren bei der Marke Duff nicht. Das war eine Creme wie jede andere. Und dann haben sie aber auf einmal diese Kampagne und diese Brand-Story gefahren, dass sie gesagt haben, nein, wir unterstützen Frauen darin, echt schön zu sein. Und wenn du diese Art von Erzählwelt aufmachst, bist du natürlich auch viel kreativer in der Ideenfindung, was du denn dann eigentlich auf digitalen Kanälen beispielsweise spielen kannst. Und ich vermute, dass Storytelling, weil das jetzt eben vor 1, 2 Jahren wieder so ein Buzzword gewesen ist, dass das daraus rührt, dass die Leute einfach eher nach Bedeutung gesucht haben und nicht eben immer nach der Mietze-Katze, die lustig ausschaut. Dankeschön, danke. Bitte, ganz hinten. Ja, ich habe eine Frage zu der Liste, die du präsentiert hast, wo 300.000 deutsche Staatsbürger befragt wurden. Nein, global, nicht deutsche. Das war eine globale Umfrage. Okay, also noch besser. Warum war das iPhone nicht auf der Liste? Das iPhone? Ja. Es hatte in Deutschland beispielsweise, hat anscheinend Apple nicht so die wahnsinnige Bedeutung. Es hat global gesehen, aber sehr wohl eine Bedeutung. Also da gibt es sehr wohl Unterschiede, welche Marken beispielsweise in Deutschland oder auch in Lateinamerika groß sind, als wir jetzt beispielsweise global betrachtet im amerikanischen Raum oder im asiatischen Raum. Also dort sieht man also durchaus Gefälle. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Amazon anschaut oder eBay oder WhatsApp ist überhaupt ein lustiges Beispiel, weil das kommt überall vor, dass es sehr viel Bedeutung hat, die fahren aber eigentlich gar keine Kampagnen. Also insofern muss man natürlich schon noch immer hinterfragen, okay, Storytelling, kann das für jedes Unternehmen sein? Meiner Meinung nach ja, aber es müssen deswegen nicht alle benutzen, weil WhatsApp hat halt keinen Konkurrenten, was sollen die Kampagnen fahren? Die brauchen nicht emotionalisieren, das haben wir eh schon in der Hosentasche, emotionaler wird es nicht mehr. Bitte. Der Abgasskandal ist da aber auch schon drin, oder? Bitte? Der Abgasskandal ist es war 2017, also. Volkswagen hat mich gewundert, dass es in der Liste nicht drin ist, aber Audi auf Nummer 3. Mhm. Also das ist sicher ein Thema. Bestimmt, ja. Bitte. War das jetzt eine deutsche Liste oder eine internationale? Das war die deutsche Liste. Es gibt aber auch eine internationale Liste. Also wenn man Meaningful Brands eingibt, dann kommt man auch automatisch auf die internationale Liste. Ja? Ich war genauso sehr verblüfft über, ich kann mir das kaum vorstellen, mhm, dass Apple nicht dabei ist, dass Google nicht dabei ist, aber. Wie soll ich so schnell sein? Ich glaube, das ist nur eine deutsche Marke. Nein, bei den aber Deutschen. Ja, den einfach mal zwei. Aber dann wird es wieder ein bisschen. Ja. Ja. Amazon und WhatsApp war dabei. Ja. Ich glaube, es liegt viel daran, dass wenn wir hier schauen, wir die Hälfte der Leute kein iPhone haben. Aber kein Apple. Also Apple ist gar nicht so groß und so meaningful, wie man denkt. Sie haben halt immer noch ein wahnsinnig gutes Marketing. Mittlerweile nicht mehr, weil seitdem Steve Jobs von uns geschieden ist, funktioniert Apple nicht mehr so, wie es gemacht hat. Warum hat diese Steve Jobs Story so super funktioniert? Der war ein Underdog, der ist aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen worden. Apple war am Ende eigentlich und plötzlich hat er sich wie Phönix aus der Asche, war es doch plötzlich wieder eine Megamarke, die groß geworden ist und eben dieses Think Different beispielsweise sehr geprägt hat. Wir sind gegen alles, was Mainstream ist, wir wollen es vereinfachen, wir wollen es besser machen. Das heißt, die waren eigentlich die Herausforderer zu dem, was früher IBM und Microsoft gewesen sind. Nur dieses Image haben sie mittlerweile verloren. Sie sind aber nach wie vor ein bisschen so in diesem Archetyp gefangen, aber es kommt halt nichts mehr nach, was wirklich gut und innovativ eigentlich ist, was dieses Image noch immer rechtfertigen würde. Und unter Umständen ist deswegen diese Bedeutung von Apple auch wieder zurückgegangen. Auch mit den Skandalen, wenn man sagt, Apple produziert iPhones, die kosten 1.000 Euro und in der Herstellung kosten sie 200. Na, das macht nicht so einen schlanken Fuß, wenn man weiß, dass es irgendwo in Bangladesch produziert oder ähnliches. Also das spielt sicher mit ein darin, dass es an Bedeutung definitiv verloren hat. Entschuldige, also das ist eindeutig falsch, was du
zwar Apple, die Aktien sind nicht gefallen. Entschuldigung, die Aktien von Apple sind nicht gefallen, weil das iPhone 1000 Euro kostet und um 200 Euro produziert wird, weil dasselbe Problem hat Samsung auch. Ich habe ja nicht gesagt, dass es Aktien fallen. Ich habe nur gesagt, anscheinend hat es für Menschen an Bedeutung verloren, wenn es hier nicht mehr aufgeführt ist. Das iPhone ist ein Produkt und keine Marke. Die Marke ist Apple und die scheint sehr wohl auf. Ja, ist okay. Ja. Nein, nur Es war nicht gegen Apple gesprochen, sondern einfach anscheinend nimmt es in der Wertigkeit und der Bedeutung der Kunden einfach ein bisschen wenig, nimmt es einfach ab. Wer sagt das genau? Sagt wer? Bitte? Wer sagt, dass das iPhone beim Kunden abnimmt? Ich kann ja nur eine Studie wiedergeben, die das herangezogen hat. Ich bin ja nicht zu jedem Apple-User gegangen und habe nachgefragt, stimmt das? Schade. Okay, ja. Schade, gell? Oh ja. Machen wir jetzt eine Live-Umfrage. Ja, na gut. Wenn ihr sonst keine Fragen habt, ich bin in der Pause natürlich auch gerne da und wir können gerne noch weiter ein bisschen über Storytelling plaudern. Ansonsten vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus